machen wir das mal anders. Gehen wir das mal anders ran. Vielleicht kommt der Rest dann von alleine. Dieses unsichtbare Ding hier unten zu holen. Ja, irgendwie müssen wir da dran kommen. Irgendwie. Aber ich weiß nur noch nicht wie. Der hat das Ding hier vorne. Also diese gummige Brille. Wenn wir irgendwas machen, wo ich nicht weiß, was wir machen sollen. Komm, wir werfen den mal mit Wasser. Es tut mir sehr leid, mein Herr. Wir akzeptieren nur Bargeld. Okay. Nimmst du auch. Ja. Ich brauche Geld! Lottomat. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun. Man braucht nur ein unfehlbares System. Der Lottomat scheint mein System nicht zu verstehen. Dann können wir den bisschen pimpen. Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Können wir den mal ein bisschen manipulieren? Dafür brauche ich keine weiteren Hilfsmittel. Ich brauche lediglich meinen Zeigefinger und mein unfehlbares System. Dein unfehlbares System, ja, das hat dich bisher jetzt aber auch nicht weitergebracht, mein Freund. ja. Bananenentkrümmer. Also ich komme echt kein Stückchen voran. Ne? Ich bin echt überfragt. Also das ist wieder so eine Phase, wo ich echt verzweifelt bin. Freunde. Ja. Marktplatz. Industriegebiet. Klein Venedig, das hilft uns aber auch nicht weiter. Das hilft uns nicht weiter. In der Karriereleiter. Na los! Ich bin absolut überfragt. Ja, ist ja gut. Ich habe auch keine Ahnung. Ja. Was? Achso. Vordocks Werkstatt. Gehen wir nochmal dahin. Aber wir müssen ja irgendwie diesen Ofen anheizen, ne? Also, wir haben nichts. Was können wir denn da reinschmeißen? Zucker, Wasser. Nee, ist auch Quatsch. Ja. Nee, wir brauchen irgendwas, weil wir haben ja nur eine Kerze. So, die muss aber an sein. Würde ich ja, aber sie ist aus. Außerdem fehlt da noch Kohle im Ofen. Kohle, sag ich's doch. Kohle! Ich ruf mal eben Gronkh an, der hat doch genug Kohle. ja. Okay. Gut, wir brauchen Kohle. Wir brauchen Kohle, mein Freund. Wir brauchen Kohle. Ja. So, dann, wir brauchen irgendwie die Kohle. Ist hier noch irgendwas, was wir vielleicht übersehen haben? Blumen? Und das Flusensieb. Ja, wir brauchen auf jeden Fall. Kann der vielleicht irgendwas anderes gebrauchen? Irgendwas. Komm, wir geben ihm die Kerze wieder. Komm hier, kannst du haben. Reib es mir doch bitte nicht auch noch unter die Nase. Nehme es einfach und verschwinde. Kohle. Hat er hier, was war denn das? Ach, ein Faden. Hey,
Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Absolut, absolut. Ja. Komm hier, nimm die Antenne. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Dann nimm den Staubsauger. Seine Wohnung ist so spartanisch, da liegt nicht mal Dreck rum. Ja, hat alles Siegel. Entschuldigung. Dann, Hey, ich habe aus... Dann lass hier doch selbst. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Mann. Okay. Dann nimm... Nee, Wasser haben wir dem ja abgenommen. Okay, dann, dann nimm das hier. Du kennst dich doch sicher mit psychoaktiven Substanzen aus. Tu ich nicht. Nur weil ich ein Dichter bin, nehme ich noch lange keine Drogen. Das ist ein dummes Klischee. Dann will ich nichts gesagt haben. Außer vielleicht, dass du mal lüften solltest. Es riecht hier nämlich ganz schön nach dummen Klischees. Alles klar, mein Freund. Alles klar. Ja, okay, wir müssen irgendwie... Hat der ein Loch in der Socke oder was ist das hier? Naja. Ja. Genau, Rufus. Dann nimm den Schraubenzieher. Ich habe hier etwas für dich. Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. So siehst du auch aus, dass du alles hast, was du brauchst. Guck dich doch mal in der Bude um. Ach, Mann. Komm hier, nimm du den Staubsauger. Kannst du wenigstens... Dein Zeug hier vernünftig wegmachen. Der zimmert uns bestimmt ein wieder ein. Er hat eine Harke, er hat Laub. Er sollte wunschlos glücklich sein. Dann gib ihm doch mal den Spaten. Hey, Finger weg von dem Baum. Okay. Ich wollte dir aber hier... Er hat eine Harke, er hat Laub. Er sollte wunschlos glücklich sein. Ja, natürlich. Alles, was ein Rentner braucht. Alles, was ein Rentner braucht. Lalalala. Gehen wir mal zu Seagull. Vielleicht kann der ja noch irgendwas von dem Zeug gebrauchen. Irgendwie müssen wir das Zeug loswerden. Ich weiß nur nicht wie. Achso, das wollte er ja nicht haben. Dann nimm den blöden Handstaubsauger. So. Los, nimm ihn. Schau mal, Paps. Himmel, Junge. Hast du etwa schon wieder fremdes Eigentum eingesteckt? Hatten wir nicht ausführlich über dein Kleptomanie-Problem geredet? Du bringst das auf der Stelle zurück, junger Mann. Auf der Stelle. Mein Freund, dir ist aber aufgefallen, dass der von dir kommt, ne? Wollte ich nur mal sagen. Was haben wir hier? Dann, dann wird er eh von nichts von uns haben wollen, denke ich. Schraubenzieher. Okay. Och Mann, wir müssen irgendwie weiterkommen. Irgendwie müssen wir weiterkommen. Dann gehen wir nochmal zum Doc. Vielleicht kann der uns ja irgendwie helfen. Irgendwie. Los, Rainer. Ist hier noch irgendwas? Farbeimer. Was haben wir hier? Ja, ich glaube, damit ist... was haben wir hier? Hier ist sonst nichts. Nee. Alles Töfte, alles gut, alles toll. Okay, dann gehen wir mal zum Doc. Los! Gehen wir mal zum Hallo Onkel Doc. Eine Uhr. Nicht nötig. Ich habe alle Zeit, die ich brauche. Ja, man merkt. Nicht nötig. Ich habe alle. Ja. Heißt, du hast alle Zeit, die du brauchst. Ja. So. Ob da wohl Saft drauf ist? Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Stargate. Okay. So, komm, reden wir mal mit dem Doc. Vielleicht kann der uns ja noch mal ein bisschen helfen. Irgendwie komme ich nämlich gerade überhaupt nicht weiter. Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Ja, sehr, sehr gut. Was ist schiefgelaufen? Na. Hast du den Airbag des Gondolieros repariert? Ja.
Schon erledigt. Es steht sogar schon der nächste Ersatz auf dem Anleger vor dem Laden. Ich frage mich allerdings immer noch, wie das passieren konnte. Garantiert steckt ein kriminelles Genie dahinter. Ich tippe eher auf blinden Vandalismus. Aber ich will mich nicht beschweren. Ohne blinden Vandalismus könnte ich meinen Laden gleich dicht machen. Ein Hoch auf die blinden Vandalen. Natürlich. Ich werde dann mal wieder. Du das. Ja. Okay. Was haben wir hier? Was? Schublade. Gucken wir mal in die Schublade. Ist ja schon gut. Och Mann, guck doch mal hin. War da nicht irgendwas mit einem Ei? Warte mal, Wasser, Schnabeltier, Flug. War da nicht irgendwas mit einem Ei? Welches war das denn? Ach so, warte mal, das war doch, muss ja kühl und alles so. Na, wer ist denn das? Na, holla, so jung und schon so angriffslustig. Voll bescheuert. Komm, Schnabli, Schnabli. Na, holla, so jung und schon so angriffslustig. Oh, knuffig, okay. Gut, Flugschnabeltierwasser, okay. Ja. Warum kommen wir nicht weiter? Irgendwas übersehe ich. Irgendwas. Hallo, Hai. Du Hammerhai. Ja, kann man hier irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Gucken wir mal. Hallo, hiermit vielleicht. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Nee. Genau. Nee. Dann fummeln wir mal ein bisschen dran rum. Na los, hier, komm. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst. Mecker, mecker, mecker. Nee. Also irgendwie wird das hier alles nichts. Irgendwie wird das alles nichts. Ja. Können wir denn, warte mal, nein. Na egal. Gut, wir brauchen irgendwas, was wir zum Anheizen brauchen. Das ist nicht sehr gut, nicht sehr gut. Antenne, ne. Ja, mit der kannst du auch nicht viel anfangen. Ja, okay, so hatte ich mir das jetzt eigentlich nicht gedacht, aber gut. Ja. Ja. Ist hier irgendwas noch? Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht! Ja. Na los. Gondel. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Ja. Das ist, Ich habe keine Ahnung. Ich bin total überfragt gerade. Okay. Könnten wir denn noch mal? Wir müssen irgendwie an dieses unsichtbare Ding kommen. Also irgendwie müssen wir da dran kommen. Was haben wir denn hier? Komm. Vielleicht können wir den mit der Gurke der Erkenntnis beeindrucken. Vielleicht... Wenn du mir beweisen willst, dass du ein Angler bist, dann zeig mir einen Fang von dir. Ansonsten... Gusch. Ja, ist ja gut. Och, Mann. Ja.
Eimer. Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Ja, absolut. Gehen wir nochmal hier reinkommen. Irgendwie müssen wir doch da dran kommen. Irgendwie. Das muss zu machen sein. Das muss zu schaffen sein. Puh, ja. Die Gurke der Erkenntnis. Nein, er ist bereits perfekt, nehme ich zumindest an. Mit diesem Gerät lassen sich ausschließlich Bananen entkrümmen, was ja bereits nützlich genug ist. Ja, okay. Ach, Mann. Die Sonnenbrille der ewigen Dunkelheit sieht aus wie eine normale Sonnenbrille. Nur, dass das Glas mit schwarzer Farbe übermalt wurde. Beil. Übermalt, warte mal. Es tut mir wir Nein! Entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass das Modifizieren, Rekalibrieren und Tunen der Probeexemplare untersagt ist. Ach man, dann guck doch einmal nicht hin. Geh doch einfach weg. Sagen wir es mal auf. Komm hier. Entschuldigen Sie. Nee. Hör auf zu meckern. Können wir es denn so nehmen? Können wir jetzt mal. Entschuldigen Sie. Ach, hör auf zu meckern. Unzerstörbare Sonnenbrille. Sie ist. Ja, die ist aber kaputt. Du Pimmelim. Du Arsch mit Ohren. Was können wir denn damit noch machen? Entschuldigen Sie, mein Herr, aber Mann. Und hier? Entschuldigen Sie, Komm, oh, was können wir denn damit machen? Ich weiß auch nicht. Komm hier. Entschuldigen Sie, aber Och, Freunde. Ich wusste doch, dass ich sie kaputt kriege. Man sollte mich eben nie herausfordern. Ja, was machen wir denn? Nein, er ist bereits perfekt. Nehme ich zumindest an. Nimmst du an? Du weißt es aber nicht hundertprozentig. Entschuldigen Sie, aber entschuldigen Sie, mein Herr, aber ich muss Sie darauf hinweisen. Hör auf zu meckern, Mann. Können wir das hier irgendwie kaputt machen? Komm hier. Mit diesem Gerät lassen sich auch ja bereits. So, machen wir es mal hier. Es tut mir sehr leid, mein Herr, aber es ist nicht erlaubt, die Probeexemplare zu zerstören. So ein Mist. Warum steht der Schredder dann überhaupt hier? Ja, das frage ich mich auch. Ist das hier ein Hebel? Kann man den irgendwie. Ach, Freunde, wisst ihr. Okay, so. Ja. Kann man das irgendwie. Entschuldigen, aber. Halt doch mal die Klappe, mein Gott, ey. Ist ja gut. Nerv mich nicht. Hier, nimm deine blöde Brille. Eine sehr gute. Ha, von List kaputt? Und es ist ja sicher nicht so, dass man Exponate gleich bezahlen muss, wenn man sie beim Anprobieren beschädigt. Oder wie? Bezahlen Sie bar oder per Organspende. Oh, ich sehe gerade, sie ist ja doch nicht kaputt. Mein Fehler. Verdammt, eine Erkenntnis wäre jetzt nicht übel. Ja, aber ich kann doch hier nicht. Oh. Hierfür brauche ich keine Erkenntnis. Ich kann doch einfach versuchen, alles mit allem zu kombinieren. Aber das geht nicht, du. Oh, Alter. Die Gurke der Erkenntnis. Hey, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen. Sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Oh. Ja. Nee, Freunde, wisst ihr, das ist jetzt, ja. Ach, ist ja schon gut. Ja, halt die Klappe, verdammt nochmal. So.
Also diese Gurke können wir nicht essen. Also denke ich. Warte mal, gehen wir mal hier rüber. Oder machen wir es so, ist auch egal. So! Ach so, ich komme mal hier hin. Okay, essen können die auch nicht. Gut. Ja. Dann weiß ich auch gerade nicht weiter. Und hier. Ich hätte schon fast alle Komponenten für eine Angel zusammen. Dann. Ja. Weiß ich gerade auch nicht. Ja, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle mal einen kleinen Cut und ich. Ja, eigentlich will ich jetzt etwas. Jetzt mache ich etwas, was ich eigentlich nicht tun will. Ich werde mich mal ein bisschen schlau machen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ich bin gerade echt überfragt. Ich habe jetzt wirklich eine Stunde lang damit verbracht, nur herauszufinden, was wir tun sollen. Und ich habe keine Ahnung. Tut mir leid fürs Pushen. Es ist, ja. Ich werde auf jeden Fall jetzt mal gucken und dann nehme ich gleich direkt wieder auf. Gut, ich sage, wir machen jetzt hier auf jeden Fall einen kleinen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag und gehabt euch wohl, liebe Freunde.